willkommen! Soundcheck für Pre-Production. Der Bassist spielt Schlagzeug. Der Schlagzeuger ist Produzent. Und der Sänger-Gitarrist ist Kameramann. Yay! Yeah! Hör mal an, ich stehe mal auf den Schuh. So, also, fahr mal auf die Snare. Genau, ja. Genau. Ja, das ist richtig. Ja. Aber wie ist denn jetzt der Aufbau? Also, Intro, Strophe, Refrain, Riff, Strophe, Refrain, C-Part, Solo, die Akkorde mit dem Ausraster, Refrain, Outro. Oh, okay, ja, schauen wir mal. An der Stelle, dass ich zu lang gezogen habe, beim ersten Mal. Gerade wollte ich wieder anfangen, hab's dann sein gelassen und war dann eigentlich schnell. Ja, weil ich habe gerade auch durchgängig Triolen gespielt, deswegen weiß ich gerade auch so. Ich hab richtig gespielt. Du hast richtig gespielt, sehr gut. Unser Bassist ist kaputt. Warum kennt ihr den neuen? Job bei Aldi an der Kasse eigentlich auch. Oh, fuck. Ah, fuck. Das Ende. Also, ich finde den Übergang immer noch so holprig. Also von Strophe in Refrain. Irgendwie weiß ich nicht, ob man da was ändern muss. Es geht aber, wenn wir da wirklich zusammen und langsam nach vorne gehen, dann finde ich das geil. Also wenn du, weißt du, du hast ja, mach mal nur Hi-Hat irgendwie. Die ganze Zeit so eine Strähne, die ganze Zeit hier so. Ich dachte erst, du bist so voll in der Musik, aber dann habe ich gesehen so. Ja, so, ja, dann singt doch gar nicht, warum macht ihr ganz Übrigens, hier fürs Protokoll: 110 dB. dB. Dezibel. 110 Dezibel. Wem hat das denn vorher mal gehört? Dieser Bass hat dem Tillmann Cabo von Völkerball gehört. Dem Tillmann Hashtag. Hashtag Rockstar. Wow. Moment, du. Oder ist das nicht Hashtag, wie die jungen Leute heutzutage sagen? Hashtag. Ein echter Tillmann. Gibt's eigentlich ein Instrument, das man immer beherrscht, egal wie voll oder fertig oder langsamer ist? Irgendwie, keine Ahnung, eine Triangle of Death oder so? Eine Triangle. Genau. Triangolo. Ha 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 ha!
Da ist er. Fiasco Man supports. Vielen Dank, lieber Mengi. Und? Du kommst in unser Video. Geil. Hau rein, ich komme am Sonntag mal vorbei und bring's wieder. Ich nehme Video auf. Aha. Ja, you look good. You Maybe I'm late, but I'm looking good. With 666 miles per hour. Yeah. Behindert. Riot of the Riot Cam. Ja, kaum sind Riot im in the house, ne? Unser Empfangskomitee. Ein paar Prolls und ein paar blaue Lichter, super. Prolls to the walls. Ja, to the walls. Ganz Lufthaken. Warum sieht man nichts? Beste Befestigung. Warte, Achtung. Ach. It's magic, Dan. Wow. Ah. Ach, du Scheiße. Na, hey. Auch so geil, dieses so. Na? Wie geht's denn so? Ist da jemand? Wow! Kommt da von ja, wir sind im Studio und nehmen unsere zweite EP auf. Beim Jochen. Yeah. Und beim AIM. Ja. Und beim AIM. Oh, Entschuldigung. Ja, Soundshift. Soundshift. Jetzt müssen. Moment. Wir haben doch unsere Kameras. Ja, ah, okay, geht auch so. Also. Das ist der Jochen. Das ist der Jochen? Das ist auch der Jochen. Das ist auch der Jochen, der sieht ein bisschen anders drauf aus. Er ist relativ schnell. Naja. Ja, guckt euch das an, was für eine Scheiße wir hier bauen. Das wird echt awesome. Ja, boah, der Hammer. Ja, Kaffee und Kippe ist bei mir der Garant. Danach. Ja. Jufta! Oh. Ich war schon kacken waren oder kacken müssen. Ja, das ist meistens so, dass man entweder schon kacken war oder kacken muss. Ja, und man hat zwei verschiedene Gemütszustände. Meinst du? Ja, auf jeden Fall. Hätte ich glaube noch nicht, dass sie so lange nachhalt irgendwie. Da muss ich, glaube ich, gleich nochmal dran. Weil ja. Das hört man, also jetzt gerade alleine hört man, das finde ich voll krass raus, dieses Buh. Also, oder, ich, also. Also ich finde halt, klingt nach einem normalen Tom. Ups. Is it video or is it photo? Yes. It's kind of in between. In between. Fangen wir einfach so wie bei den Proben auch mit Free the Sky an. Free the Sky, dann hätten wir noch Floating und ja. Sunny. Kaffee ist schon oder was hier?
Ja, lass uns die machen. Ja. Die sind ja relativ einfach. Die schaffen wir auch innerhalb von 10 Minuten. Ja. Der Rest ist dann wieder fuck it! Komm, wenn ich komme! Lisa, die sind auch richtig, ne? Die kann ich so drehen. Also mir ist jetzt gerade wurscht. Also ich hatte eigentlich beim Drum mal hinten links rechts getauscht. Ah, cool. Weil wir mixen halt normalerweise aus Blick von vorne drauf, ja, auf der Bühne nicht ist. Aber dann ist für den Drummer natürlich vertauscht, weil der sitzt ja gleich. Der ist das gewohnt. Aber mein Punkt bleibt. Die Schwielen habe ich momentan auch von den 3 Wochen jeden Tag proben. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, hier so die Kippen ausdrücken. Ich würde nichts merken. Hm. Du Freak. Ganz gross! Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch pausieren. Ich mache ein bisschen Stimmung gerade. Ja, ja, wenn von euch keine blöde Witze macht, dann muss ich das machen. Ich glaube, der Kran bleibt hier, oder? Hast du Gehörschutz überhaupt dabei? Hast du? Hast du drin? Wie süß, der Frank sagt nichts, weil er Angst hat, dass er auf der Aufnahme ist. Ich bin noch kurz durch. Okay. Jungs, seid ihr soweit? Ich bin soweit. Meine Gitarre aber nicht. Ich höre den Bass gar nicht. Ich hab gerade vergessen mitzuspielen. Fehlerfotze! Ah! Party on! Aber hallo. Bleibt eigentlich mein Kaviar, verdammt. Ach nö, ich glaube, wir brauchen, lass es für heute sein. Mach das, wollte ich gerade sagen, mach das Bier auf. Das Schlimmste, wenn die jetzt gleich das Mikro anmachen und du hörst da so ein... Und weißt du, ey. Boah, Junge, okay, hört mal auf. Stopp mit der Geschwindigkeit, wir sind schneller fertig als geplant. Okay, nochmal.
Aber hier, Leute, hinter der Kamera ist vor der Kamera. Wenn ihr da reinguckt, dann könnt ihr euch vielleicht selber sehen. Ich weiß nicht. Oh Gott. Vielleicht auch nicht, aber... So. Gehen wir kurz auf Klo, ne? Tschüss. Behalten? Behalten erstmal. Ja, ja, behalten, ja, ja, zum Schneiden. Vogel. Dann kannst du den ja praktisch mal... Also der soll auf jeden Fall dann die Hauptgeschichte werden. Genau. Vogel. Ja, ich glaube, der war jetzt erstmal vom Feeling her wirklich... Ja. Aber sonst geht's hier ja ganz gut, ja. Also ich habe jetzt nicht versucht, zu drauf zu achten, dass ich leise spiele. Ja. Heißt leise. Nein, aber... Die Reisspur ist bei dir sowieso in Ordnung. Die ist recht leise geregelt. Also von daher... Bis bei dem C-Part, da kann sein, dass ich da was lauter geworden bin. Alles gut. Lost one licking his scars to get rich. Ah, fuck. Und da musste ich rülpsen. Fühle mich ein bisschen abgehört. Look into my eyes. Tell me who you are. Let go floating. Throw the schon die Scheiße. 12 Minuten, ja. Nein! Komm! Was sollen wir denn eigentlich machen? Wir wollten noch einfach jetzt hätten wir nicht. Na toll. Sagen, wie geil das war und der Spirit und überhaupt die Vibrations und alles war so toll und... Und Bier so lecker. Ihr werdet irgendwann ein Filmchen von uns sehen und dieses Filmchen dreht ein anderer Typ, der ja nicht Musik macht, der aber immer mit dabei ist. Ein bisschen komisch ist. Der ist ein bisschen komisch und wie das aussieht, wenn der uns aufnimmt, das zeige ich euch jetzt. Nein. Backstage-Bericht! Backstage-Berichte vom Backstage-Bericht. Backstage-Bericht. Ja, wir haben hier heute... Ja. Wir haben das Making-of vom Making-of. Ja. Eigentlich, wenn du eine Kamera hättest, könnten wir das Making-of vom Making-of vom Making-of machen. Und wenn ich dich dann filme, machen wir das Making-of vom Making-of vom Making-of vom Making-of. Das ist so Inception, Alter! Alter, krasse Scheiße! Wir haben unsere zweite EP heute hier angefangen aufzunehmen, oder beziehungsweise aufgenommen. Wow. 6 Songs und einen Überraschungsbonus-Trecker. Auf jeden Fall war es ein cooler Tag heute. Wir sind schneller durchgekommen als gedacht. An einem Tag anstatt an zwei. Man nennt es auch One Take Wonder. Wir haben für alles nur einen Take gebraucht. Morgen auf jeden Fall. Der zweite Tag wird morgen lediglich dafür genutzt, um ganz viel Alkohol zu konsumieren. Mhm. Und uns gegenseitig zu sagen, wie geil wir es finden, wie geil wir sind. Der war vom Feeling her ziemlich geil. Aber der erste war geil. Vom Feeling her war der geil. Ja, der war geil. Der war geil. Der war vom Feeling her ziemlich geil, fand ich. Wir hören uns die One-Takes an und sagen, boah, wir müssen sowieso nichts schneiden. Noch einen und dann können wir schneiden. We'll fix it in the mix. Ich spiele übrigens jetzt Orgel. Gitarren raus. Ach so, ja. Raus. Stimmt. Ja, genau. Du hast ja heute schön die Gitarren eingesungen. Ja, das auch. Screamo. Sag ich dann nur. So, Aufnahmen sind fertig und jetzt fange ich an, mal die Platte abzumischen. Dafür bin ich ein bisschen weggefahren, weil ich einfach meine Ruhe haben wollte. Und das will ich euch zeigen. Gibt, glaube ich, schlechtere Plätze, wo man das machen kann. Mal schauen, wie die Platte so wird. Aua! Geht's dir noch gut? Mir geht's gut. Ich hab noch nichts zu rauchen hier. Aua! Bitte? Ich. Tá.
tapferes Tobi. Können wir jetzt aufhören, Scheiße zu labern und zum Ernsten? Also, okay. Wir sind ja eigentlich nicht so. Nee. Siehst du? Das ist, liegt nur am Alkohol. Ja. Jetzt können wir uns die Perücken mal ausziehen, so uns genau. Rasieren und nach Hause gehen. Ja. Endlich mal wieder aussehen wie ein normaler Mensch. Tschüss! So. Mein Auge juckt. Hallo Mama. Ich wette, ihr denkt euch jetzt, wenn wir das wirklich alles drin lassen, was wir gerade gesagt haben, denkt ihr euch, das ist wie ein Unfall. Also, wenn ihr überhaupt jetzt noch... Wie ein Schneiderunfall, wo man besser wegguckt. Ah, nein! Ah, aber ich muss einfach weiter gucken, weil die sind einfach so dumm. Seid ihr auch selbst daran schuld, wenn ihr jetzt einfach noch immer noch zuguckt. Oder Tobi, weil er zu faul war zum Schneiden. Ja, aber ihr wisst ja, ne? Hier, abschalten. Und jetzt winken wir alle in die Kamera noch. Das war dumm. So, cut. Ey, wenigstens haben wir dabei nicht gesabbert. Beauty.